Jeder Morgen bringt neue Hoffnung, hatte Owen Reeds Vater gesagt, bevor er sich in der Garage mit einem Gartenschlauch erhängt hatte. Vielleicht hatte Owen sich deshalb gewehrt, als Deirdre Watkins ihn vor 3 Jahren am Tümpel am Care Hardy Recreation Ground aufgelesen hatte, wo er high und durchgefroren versucht hatte, sich ein Winterquartier zu bauen und dabei ins Wasser gerutscht war. Deirdre's Crystal hatte Wunder gewirkt und Owen bekam ein neues Zuhause in der Fabrikhalle an der Gibbons Road, die auch die Armentafel genannt wurde. Gestrecktes Heroin, billiges Meth. Wer sich damit zufrieden gab, konnte hier, beschützt von Deirdres Leibwächtern, ein gutes Leben führen. Irgendwann wurden Deirdres Besuche an der Armentafel seltener. Gerüchte kamen auf, dass sie diesem neuen Zeug verfallen war. Greater Age, das Sachen mit einem machte. Dumm, dass keiner in der Fabrikhalle an Greater Age rankam. Statt Deirdre kamen nun Leute namens Greg, Jack oder Cliff, die Costello abwechselnd schickte. Und wenn Bewohner starben, dauerte es Tage, bis die Leichen weggeschafft wurden. Dann der Umzug in die obersten Stockwerke des Land Point Towers, die seit Olympia verwaist waren. Owen bekam die Wohnung direkt am Fahrstuhl, voll möbliert, mit zerfetzten Tapeten, einem Kühlschrank ohne Tür und Heizkörpern, deren Zuleitung der Vormieter im Drogenrausch aus dem Putz gerissen hatte. Die Mieter in den unteren Etagen hielten die Klappe. Greg, Jack oder Cliff machten einen auf Hausmeister und Big Jellyfish kümmerte sich um die Lieferung. Ein Service der Hausverwaltung, präsentiert von Hobart Incorporated, ihrem Immobilienfachberater für gehobene Objekte in Stratford, Kennington und Canary Wharf. Natürlich wusste Owen, dass ein solches Glück nicht von Dauer sein konnte. Dass sich der Landpoint Tower genau an dem Tag in eine Hölle verwandelte, an dem Deirdre zurückkehrte, überraschte ihn dann aber doch. Er hatte gerade eine Kerze auf der Fensterbank entzündet und sich auf der zerschlissenen Matratze darunter einen Schuss gesetzt, als sich draußen auf dem Gang der Fahrstuhl öffnete. Die Flamme tanzte vor seinen Augen, nach rechts, nach links. Was ist denn da los? Und erlosch beinahe, als jemand die Tür aufriss. Schüsse? Greg, Jack oder Cliff? In seinen Augen irrlichterte es. Hey, verfluch doch mal! Ich rede mit dir! Angst? Aber wovor? Verdammtes Arschloch! Hilf mir mal! Owens Tisch. 2 Stühle, mit denen er hastig die Tür verbarrikadierte. Hast du ein Handy? Ob du ein Handy hast, Mann? Ach, Scheiße! Was hast du gesagt? Ich muss Jelly anrufen. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen... Der Tisch und die Stühle bekamen Flügel, als das untere Drittel der Tür hochflog, wie eine Katzenklappe. Hindurch schob sich etwas Dunkles, Unförmiges. 4, 5, 8 haarige Beine und ein Gesicht.
Gesicht, gespalten, wie von einem Axthieb. Und dann drückte das Ding Cliff gegen die Wand, tastete, prüfte, durchgefallen. Cliffs Blut spritzte durch die Wohnung, auf die Kerze, Dunkelheit. Und doch spürte Owen, dass der gespaltene Kopf auf einmal ganz nah war. Und Owen bestand die Prüfung. Dann war sie auf einmal da, im Türrahmen. Vielleicht wurde jetzt alles wieder wie früher. Früher war gut gewesen, besser als heute. Owen spürte nicht, wie die Mandibeln des Monsters sich um seine Hüften schlossen und ihm die Beine abtrennten. Seid ihr soweit? Oh Mann, Alter, wegkomm! Ein Moment noch, Digga. Das ist gar nicht so einfach hier mit den ganzen Kabeln. Ich dachte, ihr kennt euch mit sowas aus. Eigentlich nur, wenn es Autofokus heißt. Aber geht gleich los. Eine Sekunde noch. Gut, ja. Ist das richtig drin? Den Taschenspiegel hatte ich aus Sheilas Schreibtischschublade. Rasur, Haare, alles Chico. Und die Augen? Scheiße, man sah schon, dass ich ziemlich unter Strom gestanden hatte die letzten Tage. Andererseits passt doch super. Hier spricht Bill Connolly, der Mann, der sich für die Wahrheit aufreibt. Ach ja, die Nase. Die Reste von Schneeflocken konnte ich vor der Kamera natürlich nicht gebrauchen. Egal, lass es einfach liegen. Jungs, jetzt schwingt mal die Hufe. Ich muss in einer halben Stunde wieder im Verlag sein. Okay, alles fertig. Ja, würde ich auch sagen. Hey, wie wär's, wenn wir zu dritt starten? Ihr könnt das Intro machen und dann übergebt ihr an mich. Also, weißt du... Ich würde sagen, lasst es uns erstmal so versuchen. Ja. Nur mit dir. Genau. Ihr meint. Läuft die Kamera? Warte. So, okay. Läuft. Also gut. Jo, liebe Netzgemeinde und ein freundliches Hallo an alle Fans von WildBill.com. Heute sitze ich hier mit meinen YouTube-Kollegen Menace und Danger, die viele von euch ja von ihrem Kanal Psycho Bros kennen. Danger und Menace. Was? Danger und Menace. Wir nennen uns immer so rum. Ist so ein Marketing-Ding. Checkst du? Ja gut. Und übrigens, das heißt auch Channel. Ja, also nicht Kanal oder irgendeine Kanalisation, Ninja Turtles oder sowas, sondern ganz einfach... Channel. Und auch kein Chanel. Sagt man so. Ja, gut. Okay, klar. Können wir das von eben ranschneiden? Wir machen sowieso laufend Jump Cuts. Keine Sorge, das geht alles. Okay. So, und läuft. Also dann. Heute sitze ich hier mit meinen...